So, Freunde, willkommen zu einem weiteren Video. Wir haben uns wieder versammelt für einen Draft. Daniel mit dabei, was geht? Hallo. Wir haben gerade bei ihm aufgenommen, Fußball-Draft mit One-Piece-Charakteren. Wir werden heute was anderes machen. Wir haben letztes Mal einen Draft gemacht auf meinem Kanal, wo wir Fußball-Charaktere gedraftet haben als Fußballteam. Keine Kräfte, also ne, die sind nicht alle over the top. Wir gucken nur, okay, wie ist der Charakter, wie könnten die drauf sein. Wir haben jetzt hier Basketball-Charaktere, das heißt 5 Positionen, Point Guard, Shooting Guard, Small Forward, Power Forward, Center, Six Man und Coach. Da haben wir die Grafiken, die wir natürlich noch verbildlichen, aber um das mal kurz klar zu machen. Leute, schaut am Ende rein, wer das bessere Team hatte. Daumen nach oben da lassen, check Daniels Video ab, da war ich auch mit dabei. Kuss geht raus. Ich würde sagen, wir gehen rein. Ich hatte eben den First Pick. Nehme ich den First Pick? Deswegen darfst du den First Pick haben. Ich muss unfair direkt von Anfang an gehen. Hätte auch jemand anderes nehmen können, aber ich respektiere Basketball, deswegen nehme ich einen. Und ich weiß, dass du das da aufgeschrieben hast. Du hast geschrieben, es ist dir egal, dass einer aus Kuroko no Basket genommen wird. Ich nehme ihn trotzdem mit, den Power Forward. Aomi nimmt. Ich dachte kurz, Digga, wir haben das erste Pick, Kuroko Basket, Murasaki Barra. Okay, also, Aomi ist, glaube ich, der beste Pick sogar. Also, wenn er einen Kuroko Basket Character pickt, kann er nicht einen weiteren Kuroko Basket Character picken, weil man darf nur einen Pick pro Anime machen. Das haben wir vorher ausgemacht, nur für die Zuschauer nochmal, dass sie das sehen. Ich habe einen weirden Pick, man kann sagen, du könntest sagen, boah, das ist so ein Scheiß-Pick, man kann aber auch sagen, boah, das ist ein heftiger Pick. Okay, das ist Scheiß-Pick. Mein Small Forward. Ja. Wir haben auch gesehen in dem jeweiligen Anime, dass er am Ballen war. Das war sehr impressive. Doch, man hat gesehen, dass er am Ballen war. Satoru Gojo, den allerstärksten. Okay. Der am Ballen ist. Gute Größe, 1,90 Meter, Small Forward, kann man machen, ist stabil, hat geballt in seinem Anime, kann eigentlich alles. Satoru Gojo muss natürlich auch von einer dementsprechenden Person auch mal verteidigt werden. Isuguro Gito. Wenn er da, das wäre jetzt krass. Ich gehe mit dem einzig wahren Yujiro Hanma. Yujiro oder Yuichiro? Nein, Yujiro, nicht mich. Ich gehe mit Yujiro Hanma als Center. Ja, ich hab gar nicht an Baki gedacht, wie ich honest. Ich hab Baki voll vergessen. In meinem Kopf war Yujiro und ich dachte mir, Der blockt die Dinger da so weg. Bom, ging. Ich muss den Anime noch schauen, aber. Nein! Picke als Center den Star aus Slam Dunk Sakuragi, den rothaarigen Boss. Er sagt, ich muss den Anime gucken und pickt ihn einfach. Er hat seinen Assistenten entscheiden lassen. Ich muss ja Basketball kontern irgendwie. Ja, ist okay, ne? Ist okay. Aomine gegen Sakuragi finde ich gut. Bilal würde jetzt sagen, es gibt nur einen Sakuragi und das ist Rokurota Sakuragi aus Rainbow. Ich brauche einen Shooting Guard. Und ich habe lange überlegt, was ich mit dem mache. Und ich habe einen Pick gemacht, der sehr spicy ist. Ich muss ja auch Frauen anziehen. Eine Frau? Nein, ich muss ja auch Frauen ins Stadion locken. Aha. Und ich brauche auch jemanden, der ein bisschen dreckig denkt und auch vielleicht mal die Dreier reinknackt. Ich gehe mit Hisoka aus Hunter x Hunter. Der starrt auf die Ärsche der anderen. Ja, auf Aominis und Yujiro soll er machen. Ich kann dich jetzt auskontern. Ich kämpfe als PG Gondraft, dann machst du sogar gar nichts mehr. Ich habe lange überlegt. Ich sag euch ehrlich, beim Fußballdraft, ich weiß nicht wieso, Ruffy stimmt mir da vielleicht sogar zu, da kann man das sich irgendwie voll viel bildlicher vorstellen, dass sie den Ball kicken, als jetzt beim Basketball, dass sie so eine Position einnehmen. Mit einem Franchise, was leider sehr viel einstecken musste die letzten Jahre, aber ein sehr stabiler Kerl, mit dem es keiner aufhalten kann, meines Wissens nach. Jetzt bin ich gespannt. Power Forward Guts. Oha! Ich habe sogar vorhin überlegt, nehme ich Guts mit und ich war so, was soll er denn da machen? Guts mit zwei Armen? Ja, natürlich. Ach so, also, oder mit Armbrust. Ballschießmaschine. Also er kann nicht werfen, das können wir vergessen. Das kannst du in die Tonne treten, aber Gojo soll 80 Punkte pro Spiel machen. Der Rest ist mir egal. Bruder, du hast Guts dahin geschnickt. Der steht Guts dahin. Apropos Flink, da bin ich jetzt, nämlich bei meinem Point Guard. Nimm einfach Levi. Ich nehme Levi Ackermann. Ich habe an Steph Curry gedacht und dachte... Ja, aber Steph ist 1,90 Meter. Ja, und Levi Ackermann ein bisschen kleiner. Ist 1,60 Meter. Soll ich dir sagen, was meine zweite Wahl war auf dem? Noch kleiner als er. Kilo. Er und Hisoka harmonieren. Geht ja nicht, weil ich habe ja Hisoka bekommen. Der wird da alles richtig machen, das weißt du. Okay, also was ist wichtig als Point Guard? Dribbeln, Pässe geben, Dreier werfen, Überblick haben, flink sein, athletisch sein, Spielmacher. Wenn jemand ein Spielmacher in einer Anime-History ist, dann war es Levi Ackermann. Ich bin ein Taktiker, weil ich ja weiß, dass ich nicht so einen großen Point Guard jetzt vor mir habe, kann ich ja einfach einen Point Guard nehmen, der auch nicht so groß ist. Ne? Das ist ja nicht so schlimm. Er ist ein Spieler, auch wenn alle gegen ihn sind und alle ihn ausgerechnet haben, so macht er trotzdem sein Ding durch. Nimm Asta. Er ist ein Spieler, der
mit Bällen sehr gut umgehen kann. Nimm Hinata. Sehr gut, mach einen Pick, der natürlich mich zum Fan-Favorite in diesem Video machen wird. Ich gehe rein in den Point Guards mit dem Charakter Uruto Uzumaki. Ach, Digga. Ein fetter Baller, ey, so. Boruto Uzumaki ist mein Point Guard. Ich Bruder, nur weil er mit Rasengans spielt, heißt nicht, dass er mit Bars. So macht er mit Rasengans, so. Du hast Guts, Gojo, Sakuragi und Boruto. Das sind ja, auf jeden Fall vier Ochsen. Ich noch irgendeinen Sharpshooter ganz dringend. Ich hab Levi Ackermann, Hisoka, Aomine und Yuji Uranma. Wow, mein Team sieht eigentlich relativ ausgeglichen aus. Ich glaube, mein Small Forward ist auch nicht so motiviert. Aber wenn ich ihn mit Geld locke, und das werde ich, und mit Essen, dann wird das funktionieren. Und deswegen gehen wir ins Boruto Kingdom und holen uns Yami als Small Forward. Ins Boruto Kingdom? Black Clover Kingdom und holen uns Yami. Das Doppel-Y, der Doppel-Y-Link mit Yujiro und Yami ist am Start. Scheiße, ich habe keinen für Shooting gehabt. Das war meine schwerste Position. Ich habe nur an Hisoka gedacht, weil da Hunter Hunter ist. Ein weiterer Anime, den ich noch nicht geschaut habe, aber auf jeden Fall noch schauen werde. Es muss einer, der richtig zielen kann, richtig werfen kann und sich auch traut, durchzuziehen. Ähnlich wie beim Rasengan, weißt deswegen, du? Deswegen, wie beim Controller, wenn du den drückst bei NBA und dann durch. Ja, du geil. brauchst einen, der so macht. Ein Scharfschützen. Ja, ein Scharfschützen. Kein geringer als Akai aus Detektiv Conan. Yusuke Urameshi aus Yu Yu Hakusho. Oh mein Gott. Er ist komplett am Snipen. Ich hab kurz über Garou-Nacht gedacht, aber der ist zu klein. Yusuke ist auch kleiner, aber dann nehme ich über den, der ordentlich schießen kann. Ich habe ein weirdes Team, sag ich jetzt. Das ist ein süßer Pick. Mein Team gefällt mir eigentlich. Die sind aber alle ein bisschen wild. Aomine, Yujiro, Yami, die drehen durch mit Levi. Levi kann die noch irgendwie kontrollieren. Hisoka macht sein eigenes Ding. Aber ich brauche einen, der sagt, Jungs, hört mal zu. Ihr habt alle keine Ahnung. Der Sixth Man ist kein geringerer als natürlich ein König. Es gibt nur einen König im Sportuniversum. Und das ist Kageyama aus Haikyuu. Digga, der kennt nicht mal die Regeln. Yujiro schon, oder was? Leute, ihr müsst so den Ball passen. Macht so. Pass auf, selbst wenn er nur das kann, ne? Stell dir vor, Aomine springt hoch. Alleyup. Kageyama. Meteor Smash meinst du? Kageyama. Hup. Yo, boom! Kageyama ist mein Pick und ich sag euch, damit ist das Team unschlagbar. Dann kommt nur noch mein Trainer und der Trainer wird das Franchise neu einleiten. Okay, ich muss meinen Six-Man nicht picken, weil ich nehme erst den Trainer, damit ich dir zuvorkomme. Okay. Also du wirst ihn nicht nehmen, aber... 100%ig nicht. Aber mein Trainer ist der den, also... Sicher ist sicher, ne? Sagen wir es so. Du hast ja gesagt, Kageyama kann sich ja... Der kann sich ja umorientieren. Dann denkst du, okay, das können auch andere Charaktere. Roberto Rongo. Ich nehme Lelouch Lamperouche. Der macht so... Boah, geil. Schachtaktik. Der macht so... Der macht diese Phil Jackson Triangle. Er macht auf andere Level. Lelouch, geiler Coach. Geiler Coach, gebe ich dir. Könnte vielleicht ein Franchise-Coach werden. Dein Sixth Man wäre schon wichtig, ne? Den wirst du aber nicht picken. Nee, ich meine allgemein. Also dein Sixth Man müsste schon ein paar Körbe werfen können. Nein, ich spiele ein bisschen anders. Ey. Ich spiele anders. Defense! Ich spiele anders. Ja, mein Coach. Also, pass auf. Den Coach werden super wenige Leute von euch kennen. Ruffy vielleicht nicht. Ich weiß nicht, ob er den Anime geguckt hat. Ich habe aktuell Danmachi gerewatcht. Und da gibt es einen Taktiker aus der Loki-Familie. Der heißt Finn. Der krasseste Brain-Typ sein überhaupt. Er ist ein kleiner, blonder Typ. Soll angeblich schon über 40 sein oder so. Man sieht aber aus wie 12. Und er ist der Taktiker in dieser Serie. Deswegen ist mein Pick für das Franchise... Finn. Also... Ja, also, diese Ochsen werden von ihm geführt. Du willst mir sagen, dass er sagt, Yujiro, bitte passt den Ball und Yujiro sagt, hi. Ja, das ist das Franchise, was aufgebaut wurde. Das ist das Franchise, was aufgebaut wurde. Und wir spielen auch in Japan ab und zu mal. Guck mal allein, wie das hier aussieht, Finn. Wir spielen auch in Japan ab und zu mal. Und ich habe gehört, Japaner mögen Blonde. Und ich habe keinen einzigen Blonden bis jetzt in meinem Team. Du hast einen Weißhaarigen. Gojo ist unfair. Guck mal, ich habe Yujiro. Ich habe so ein Goku oder so ein Scheiß. Was soll? Boah, Goku kann nicht mal gerade ausrennen, ohne zu stolpern. Finn ist Taktiker. Kriegstaktiker. Sagt dir jedenfalls, wer mein Sixth Man ist. Ich wollte sehr, sehr gerne Piccolo auf dem Power Forward haben. Mein Sixth Man ist Tengen Uzui aus Demon Slayer. Boah, heftiger Pick. Ich bin offen und ehrlich, dein Team ist wahrscheinlich an vielen Positionen besser, aber ich glaube, er hier, der Gojo Satoru, der ist der Game Changer. Ich würde gerne einen Doping-Test anmelden. Ich habe das Gefühl, Gojo könnte vielleicht auf Stoff sein. So eine kleine Stimme hat mir gezwitschert, dass der voll durch ist. Du willst einen Drogentest machen mit ihm. Ja. Und er ist in deinem Team. Er nimmt keine Drogen. Yujiro nimmt... Er nimmt keine Drogen.
Das ist dein Sohn. Yuji Urahama ist clean. Ich habe eher das Gefühl, dass ich mir um meine Mitspieler bei Gojo Sorgen machen müsste, dass der da nicht durchdreht. Maki suchte deine Lebensmittelweise auf. Und Augentest. Lelouch, der soll sein Auge bei sich behalten. Weißt du nicht. Ja, doch, das Auge blendet bei ihm. Yami hat sein Schwert mit dabei. Die Phoenix Ficker. Phoenix Ficker? Nein, nein, ich bin Gangster. Mego Gang. Mein Team ist die Mego Gang. Was soll ich dir sagen? Wir werden es in den Kommentaren sehen, wer am Ende gewonnen hat. Phoenix Ficker. Bei dem Namen muss ich. Ich finde auch geil, dass du Ficker mit PH geschrieben hast. Ja, das ist der Sinn. Phoenix Ficker. Ja, ja, ich wollte nur sagen, das ist. Geiler Name und werbefreundlich. Schachmatt. Lelouch. Congratulations, den Namen gebe ich dir. Also Guys, das war es gewesen von dem Basketball-Draft. Schreibt in die Kommentare, wer gewonnen hat, wie würdet ihr draften. Wie gesagt, keine Kräfte, nicht übertreiben. That's the call. Wenn ihr das Ganze mit Fußball und One-Piece-Charakteren sehen wollt, auf Daniels Kanal ist das Ganze jetzt online. Link in der Beschreibung. Und ja, Leute, schreibt gerne weitere Vorschläge für solche Formate, wo man Charaktere draften kann. Also Sport sind, ja. Und alles Mögliche. Wir sind da offen, wir haben Bock. Bis zum nächsten Mal, mach's gut. Ciao, tschüss.